Servus, ich habe mir ein neues Schweißgerät gekauft und zwar dieses hier. Und das Amüsante daran ist, dass ich ja eigentlich ein ziemlich gutes Schweißgerät habe. Das ist aus YouTube auch bekannt. Ziemlich bekannt sogar, weil es gibt jede Menge Videos auf verschiedenen Kanälen über das Schweißgerät. Aber ich muss ehrlich sagen, bei diesem Schweißgerät habe ich Lust auf mehr bekommen. Und zwar ist das ein synergetisches Schweißgerät, dieses hier auch, das neue. Der Hintergrund ist der, bisher war Schweißen für mich einfach nur eine Verbindungsart oder ein Werkzeug. Ein Schweißgerät war für mich ein Werkzeug, das ich einfach benutzt habe. Und wie das Synergetische so ein bisschen aufgekommen ist, am Anfang habe ich es ehrlich gesagt belächelt. Habe ich mir gedacht, na gut, wenn jetzt zu gemütlich ist, sich mit dem Schweißgerät auseinanderzusetzen, dass er die optimalen Einstellungen für die Materialien nicht kennt, der braucht auch sowas normalerweise nicht. Aber im zweiten Gedanken war ich da schon anderer Meinung. Aus dem Grund, weil wenn man jetzt Materialien schweißt, die man nicht so oft schweißt, bei mir ist es zum Beispiel der Fall, zu 95% schweiße ich Stahl, ganz, ganz selten Aluminium und noch seltener Edelstahl. Und da ist so eine synergetische Maschine doch schon wesentlich praktischer, weil man halt die optimalen Einstellungen nicht unbedingt ewig suchen muss und ewig rumprobieren muss, sondern weil man von der Maschine schon einiges vorgegeben bekommt und da nur noch eine Feinjustierung machen kann. Und das fand ich einen riesengroßen Vorteil. Das da hinten ist ein wirklich gutes Schweißgerät, also das Gelbe, das ist jetzt von Magnum, das ist praktisch der polnische Weldinger. Bei uns kennt man es von Weldinger. Und das ist ein super Teil, weil es kann schon einiges. Das ist ein Multigerät, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das WIG-Schweißen und das E-Hand-Schweißen sowieso nicht. Ich habe mich nur aufs MAG konzentriert. Aber mit dem MAG habe ich ziemlich gute Ergebnisse auch bei Aluminium hinbekommen, gleich auf Anhieb. Und deswegen war das Teil für mich interessant. Und einige Zeit später bin ich jetzt an die Grenzen der Maschine gekommen, weil ich dann ein bisschen mehr wollte. Also mir ging es hauptsächlich ums Pulsen. Was bedeutet das? Dass während dem Schweißen der Schweißstrom hoch und runter genommen wird, so bekommt man weniger Wärmeenergie in das Werkstück rein. Das ist jetzt hauptsächlich für Aluminium interessant, für Stahl. Okay, da hat es auch ein bisschen Vorteile, weil es dann nicht so spritzt. Aber wenn das Schweißgerät optimal eingestellt ist, spritzt es eh so gut wie gar nicht. Und da bin ich auf diese Maschine gestoßen und diese Maschine gibt es leider nicht von Weldinger. Und ich hätte gern von Weldinger gekauft, weil das da hinten war eigentlich ein Fehlkauf, hätte ich von Weldinger kaufen sollen. Die war zwar ein paar Euro günstiger, die habe ich damals aus eBay gezogen, aber dafür ist das Zubehör ein bisschen schlechter wie bei Weldinger. Und vor allem hat man bei Weldinger einen Kundendienst und 7 Jahre Garantie und das wäre die Preisdifferenz auf jeden Fall wert gewesen. Jetzt kommen wir mal zu dem Gerät. Was kann das Gerät mehr als das da hinten? Das ist schon einiges. Als erstes mal was ich nicht unbedingt gebräucht hätte, weil ich mir da einen Abzug hinbauen will, eine Lüftersteuerung. Also das Gerät da hinten hat keine Lüftersteuerung. Hier ist eine Lüftersteuerung verbaut. Ja, wäre mir fast egal gewesen, ob die Lüftersteuerung drin ist oder nicht. Also das ist für mich noch das Uninteressanteste. Dann, was das Gerät noch hat, was auch für mich jetzt kein Kaufgrund gewesen wäre, ist der Vier-Rollen-Antrieb. Und zwar ein echter Vier-Rollen-Antrieb. Also hier sind auch über Zahnräder, hier sieht man es, die oberen Rollen angetrieben. Ob das jetzt bei 5-Kilo-Rollen Sinn macht, ist ein anderes Thema. Weil bei 15-Kilo-Rollen verstehe ich das schon, bei 5-Kilo-Rollen, naja, man wird sehen. So habe ich wenigstens einen guten Antrieb, auch wenn ich Aluminium-Rollen drin habe. Dann hier oben kann man die Polarität verändern. Das ist jetzt halt, wenn man Aluminium schweißt oder wenn man Fülldraht schweißen will, was ich überhaupt nicht machen will. Und hier oben gibt es noch einen Schalter für die Spoolgun. Also das kann ja aber die andere Maschine auch. Also das ist jetzt auch nicht der Kaufgrund. Mir ging es hauptsächlich ums Pulsen, weil die Maschine kann pulsen. Und zwar einfacher Puls und Doppelpuls. Und jetzt gehen wir mal kurz ins Menü. Wenn ich die Maschine jetzt einschalte, wird man das auch gleich hören mit der Lüftersteuerung. Weil ich springe kurz an. Jetzt komme ich nicht an den Schalter ran. So. Und das war schon wieder. Also hier kann ich halt, wie beim Synergetischen auch bekannt, die Materialstärke einstellen. Hier und hier die ganzen anderen Sachen. Also ob ich jetzt 2 oder 4 Takt haben will. Dann gibt es noch 4 Takt. Das war für mich auch ganz interessant.
mit Rampenfunktion. Das heißt, dass ich auch während dem Schweißen den Schweißstrom runternehmen kann, ist bei Aluminium sehr interessant. Halt die Drahtstärke, mit welchem Gas ich schweiße. Ich schweiße jetzt mit 8218 und Mi'kmaq habe ich ja eingestellt. Und hier unten kann man, glaube ich, auch noch, nee, hier wechsle ich nur die Volt und da oben die Ampere. Wenn ich jetzt ins Menü gehe, kann ich hier unten die Sachen verstellen. Wie waren das nochmal? Ah, genau, so gehe ich hier durch. Also die Maschine ist auch für mich ganz neu. Also hier unten kann ich dann verschiedene Einstellungen treffen. Zum Beispiel, das ist jetzt der Drahtvorschub, 2 Meter, das kommt mir auch relativ gering vor. Aber ich muss mal gucken, was ich oben eingestellt habe. Dann ist es die Gasvorlaufzeit, nenne ich sie jetzt mal, und die Gasnachlaufzeit. Dann hat man hier noch einen Jobspeicher. Das ist eigentlich auch ganz geil. Wenn ich die optimalen Einstellungen für irgendwelche Projekte gefunden habe, kann ich die hier abspeichern. Und hier bei dem Load nebendran, da kann ich die Jobs abrufen. Da unten, das bezieht sich, glaube ich, nur auf die Seriennummer. Jetzt gehen wir mal wieder hoch. Und hier sieht man halt zweiter Viertakt, die Drahtstärke, was für ein Gas oder welches Schweißverfahren man benutzt. Und dann kann man jetzt einfach hingehen, wenn man jetzt hier wieder rausgeht aus dem Menü und kann hier jetzt zum Beispiel die Blechstärke eingeben. Und dann sieht man schon, wie es hier abgeht. Da die Maschine geht, glaube ich, naja, laut Display bis 230 Ampere. Na, drehen wir mal ganz hoch. Ne, bis 200 Ampere, da ist Zappe. Und wobei, ich glaube, das liegt jetzt am Schweißverfahren. Ja, und hier kann ich mir halt dementsprechend alles anpassen. Also eigentlich genauso einfach wie die Maschinen da drüben. Ich habe jetzt die Maschine fertig gerüstet und auch der Gasdurchfluss mit so einem Teil hier gemessen, weil die Druckminderer, die lügen alles. Und vor allem, wenn man zwei verschiedene Gasflaschen miteinander mischt, was bei mir öfters der Fall ist, wenn jetzt zum Beispiel Edelstahl zu schweißen ist, dann soll man mit 2% CO2 schweißen. Dann nehme ich halt das 8218 und das Argon im richtigen Verhältnis und dann komme ich auf die 2% und das kann ich damit halt sehr gut rausmessen. Nämlich die erste Flasche erst richtig einstellen und dann die zweite und die mit dem Schlauch zusammenführen. Aber das ist so ein Thema nebenbei. Für reinen Stahl ist es ja egal. Was schweiße ich aber jetzt? Und zwar habe ich mir so einen Schweißtisch bestellt. Das war auch so ein Ding, weil mit dem Schweißtisch, ja, er war nicht schlecht für den Anfang. Nur bin ich halt da auf den Geschmack gekommen, dass ich was Größeres haben will, weil ich ja öfters schweiß mittlerweile. Darum habe ich mir den hier gekauft. Das ist ein Bausatz. Also das ist jetzt nur die Platte. Und zu dem Tisch, die restlichen Teile sind hier. Und hier seht ihr auch gleich, wie ich mir das hinrichte, wenn ich so ein Projekt starte. Also meistens versuche ich das so ordentlich wie möglich zu machen. Aus dem Grund, weil dann vergisst man auch nichts. Jetzt kommen erst diese Stege rein, also die Mittelstege, dann die Außenteile und dann am Schluss die Beine mit Verstellung und so weiter und so fort. Das muss ich mir noch genau angucken, aber die Mittelteile, die kann ich jetzt schon reinschweißen, weil ich nämlich auch gespannt bin, wie gut das Gerät funktioniert. Natürlich werde ich das jetzt nicht alles zeigen, weil zu dem Tisch gibt es viele Videos auch schon YouTube. Ich habe es jetzt über den Rabattcode von Manfred Weldinger bestellt, weil dadurch war es halt einfach günstiger. 30 Euro habe ich da, glaube ich, insgesamt gespart und 30 Euro sind ja auch Geld. Jetzt lege ich mal los und guck mal, was die Maschine kann. Die Teile passen wirklich alle 1A. Und das Einzige, wo ich jetzt noch drauf achten muss, ist, dass die Platte unten keinen Bauch hat. Also dass die Auflage, ich habe jetzt halt gerade die Palette rumgedreht, aber dass die Auflage halt auf die Teile halbwegs gerade ist. Jetzt kann ich am besten gucken mit der Taschenlampe, ob irgendwo das Licht durchleuchtet. Aber wenn ich das so auf den ersten Blick schon mal schaue, sieht das alles ziemlich gut aus. Ich habe natürlich alle Teile vorher entfettet, weil die kommen so ein bisschen ölig an. Logisch, dass sie keinen Flugrost oder sowas ansetzen und mit Rennspray ein bisschen behandelt. Und jetzt werde ich auch schon das innere Gerüst an die Platte festschweißen, wobei ich erstmal punkte und gucke, ob alles gerade ist, weil so ein bisschen spät ist ja da immer noch, bevor ich da weitermache. Nicht, dass ich am Schluss die Seiten nicht mehr dran kriege, aber ich glaube, da wird es keine Probleme geben. Also, wie schon gesagt, es hat wirklich Spaß gemacht, sogar das zusammenzubauen, wie so ganz einfaches Lego.
Es ist ja noch Tisch und an den Stellen, wo ich jetzt die ersten Punkte setze, benutze ich das, die Teile hier auch. Weil für was habe ich mir einen Lochtisch geholt? Ne? Der Spiegel ist. Nein, ist es nicht. Okay, da muss ich aufpassen. Lieber einmal zu viel geguckt als einmal zu wenig. Aber jetzt wird erst mal gepunktet und dann wird das alles nochmal nachgeschaut. Der erste Schweißpunkt gefällt mir schon mal ziemlich gut. Der Drahtrückbrand, den werde ich jetzt nochmal korrigieren. Das heißt, ich habe jetzt eigentlich nur eine Maschine eingestellt, wie lang dieser Draht ist, wenn ich aufhöre zu schrauben. Wenn ich aufhöre zu schmeißen. Ja, jetzt ist er mit den 5% ist er eigentlich genau richtig. Jetzt lasse ich mal so. Ich weiß noch ein bisschen. Mit einer Querstrebe bin ich jetzt durch. Normalerweise wollte ich sie nur anpunkten, aber ich bin dann so in fast schon Stückschweißungen verfallen, weil das halt wirklich sehr gut funktioniert hat. Und da kann man sogar mit dem Gerät spielen, dass der Endgrader hier minimaler wird und so weiter und so fort. Also damit habe ich auch rumgespielt. Hier hat es ein bisschen gespritzt, das seht ihr ja, aber das lässt sich relativ leicht lösen. Ich muss nur aufpassen, ich habe die falschen Handschuhe an und es ist noch heiß. Also ich habe immer so Punkte oder Stückschweißungen, Punkte kann man es ja nicht mehr nennen, habe ich versetzt gemacht. Hier seht ihr gleich die schlechteste Stückschweißung, wo ich gemacht habe oder Punkt, wie man es auch immer nennen will. Ansonsten hat alles wirklich gut funktioniert. Die sind leicht versetzt immer und wie schon gesagt, mit einer Querstrebe bin ich jetzt fertig. Jetzt mache ich die Längsstrebe. Mit der Klammer hier sorge ich natürlich immer, dass ich ein bisschen Spannung drauf habe, also dass die Platte insgesamt keinen Bauch kriegt. Jetzt muss ich da auch extrem drauf achten, wenn ich jetzt die Querstreben mache. Wobei die ganzen Längsstreben, die habe ich jetzt so hinbekommen, die sind auch alle zu 100% rechtwinklig. Das war mir auch wichtig, weil schon habe ich Probleme mit den Seitenteilen. Also hier könnt ihr mal gucken. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau so wie es sein soll. Und dann werde ich auch weniger Probleme haben, die Seiten dran zu bekommen, wenn das alles sehr rechtwinklig ist. Jetzt mache ich mit dem Mittelstreben hier weiter. Ich fange in der Mitte wieder an. Und zwar mit hier am besten der Stelle. Guck mal, ob es rechtwinklig ist, aber das müsste sowieso rechtwinklig sein, weil das läuft ja durch alle Streben durch. Da brauche ich glaube ich nicht mehr drauf zu achten, nur dass er halt direkt an der Platte ist. Das Grundgerippe habe ich eigentlich fertig an der Tischplatte festgeschweißt, beziehungsweise Stückschweißungen. Jetzt wollte ich nur die Stückschweißungen halt symmetrisch auf alle Seiten machen. Und dafür habe ich das Pulse ausprobiert. Da war ich total überrascht. Also jetzt bin ich hier auf Pulsen. Und ich werde jetzt mal zwei, drei Stellen pulsen, damit ihr mal das Geräusch hört. Zeige ich euch mal die Nähte. Also ihr dürft hier bei mir nicht die Nähte erwarten wie bei Schweiß-YouTuber, weil für mich Schweißen immer noch eine Nebensache, wobei ich mich mit der nächsten Zeit mehr damit befassen werde. Also hier seht ihr, gibt es der Scheißhelm.
Hier seht ihr jetzt eine Naht, die ich gepulst habe und nebendran eine Naht, die mit Mack geschweißt wurde, ganz normal. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist, also keine Angst, das sieht jetzt nur wegen dem Ausgefrästes aus, wie wenn der Luft hier unten dran wäre, aber da ist keine Luft unten dran. Ne? Gut, die Naht sitzt nicht 100% in der Kehle drin, so wie es sein soll, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit dem. Jetzt als nächstes will ich natürlich gleich Doppelpuls ausprobieren. Mal sehen, was er da macht. Das hört sich noch viel kranker an. Komm schon mal weiter. Also ich würde am liebsten den ganzen Tisch durchschweißen. Macht zwar statisch fast keinen Sinn, aber macht mir gerade richtig Spaß. Der Schweißtisch ist jetzt soweit fertig und der Hauptgrund, warum ich den haben wollte, ist eigentlich mit dem Verspannen von irgendwelchen Sachen. Das kann man halt hier sehr gut machen, weil es da extra diese Schraubzwingen dafür gibt. Und ich habe mir noch so ein paar Bolzen mitgekauft, weil die kosten nicht viel. Und dann kann man sich auch selbst was basteln, womit man hier was verspannen kann oder irgendwelche Anschläge. Das war so der Hauptgrund. Mit dem Gerät bin ich für die Aufgabe soweit zufrieden. Also das Gerät hat super funktioniert. Ich habe auch verschiedene Modis benutzt, also Pulsen, Doppelpulsen, normales Schweißen. Das meiste habe ich im normalen Schweißen gemacht. Ich bin dann wieder gewechselt von Doppelpulsen, Pulsen. Ganz interessant fand ich, dass sich das Verfahren von Pulsen und Doppelpulsen komplett anders da anhört, als man es so kennt vom Schweißen. Das fand ich richtig gut. Es gibt eine Kleinigkeit, die mich aktuell ein klein bisschen stört. Deswegen liegt da auch die Anleitung, da suche ich gerade drin. Und zwar finde ich hier Mic-Mac. Mir fehlt also eigentlich eine Funktion. Und zwar gibt es hier, Moment, jetzt muss ich gerade mal wechseln. Gibt es hier Mic-Mac. Es gibt MMA. Es gibt Tick. Es gibt Puls-Tick. Es gibt Puls-Mic. Und es gibt Twin-Puls. So. Ich bin ja noch ein Laie, was die Geräte angeht, aber was mir hier gerade fehlt, ist QC-Löten. QC-Löten, das hätte ich gerne in der nächsten Zeit ausprobiert, ist jetzt kein so großes Problem, wenn es sich tatsächlich herausstellt, dass dieses Gerät nicht QC-Löten kann. Aber ich finde es schon ein Nachteil, wenn das jetzt das einzigste Gerät wäre, das ich hätte. Also für den Preis, ich glaube, ich habe 670 Euro für das Gerät bezahlt, was pulsen kann, was einen 4-Rollen-Antrieb hat, was eine Lüftersteuerung hat, funktioniert das ganz gut. Natürlich kann man kein gesamtes Resümee rausziehen, weil 6 mm Stahl gut zugeschnittenes und sauberes Stahl, das kann jede Maschine schweißen. Also damit, das könnte ich auch mit einem Lidl-Schweißgerät zusammenschweißen. Das ist jetzt nicht wirkliche Referenz. Ich bin mal gespannt, was da in Zukunft rauskommt, weil ich werde das Gerät jetzt wieder umrüsten für Aluminium und werde es damit ein bisschen probieren. Mein anderes Gerät, das hier, das werde ich jetzt für Dünnblech rüsten, weil ich mit dem vorhabe, hauptsächlich Karosseriearbeiten zu machen. Und jetzt schalte ich es mal an, weil ich zeige euch jetzt mal gleich, dass das Gerät halt QC-Löten hat. Aha. Da passiert mal nichts. Sieht schon raus. Eben. Jetzt hört es gerade hoch. Hier merkt man schon den Nachteil. Hier ist halt keine Lüftersteuerung. Jetzt gucke ich gerade mal, wie ich ins Menü komme. Mitten im Schnitt muss ich jetzt zwischen reingrätschen, weil der Rest vom Video rege ich mich nur drüber auf, da ich beim neuen Schweißgerät die Funktion QC-Löten nicht finde. Aber natürlich hat es das. Und zwar hätte ich genau im Menü einen Punkt unten drunter das Prozessgas ändern müssen und dann kommt QC-Löten ganz automatisch, weil bei QC-Löten nimmt man natürlich nicht 82 18er Gas, sondern da wird irgendwie Argon 98 oder sowas verwendet und dann hat man das auch in der Auswahl. Also braucht man sich darüber auch keine Gedanken zu machen. Ich habe es nur auf Anhieb nicht gefunden, wäre ich ein bisschen geduldiger im Menü gewesen, dann hätte ich es auch schneller gefunden. Ist jetzt nicht so schlimm, es ist ja vorhanden.
Und deswegen finde ich die Maschine für das Geld auf jeden Fall empfehlenswert. Was es aber mit Dünnblechen so macht, das muss ich alles noch ausprobieren. Dünnblech, Edelstahl, Aluminium, das werde ich so die nächsten Tage und Wochen machen. Und wenn es euch interessiert, werde ich darüber auch noch ein Video machen. Also ihr merkt, ein richtiges Fazit kann ich jetzt noch nicht dazu ziehen. Ich freue mich nur, dass ich mittlerweile pulsen und doppelpulsen kann. Ich bin mal gespannt, wie sich die Maschine bei Aluminium macht und bei Edelstahl. Und ansonsten für die Blecharbeiten und so weiter werde ich das Gerät halt weiter nutzen. Dafür habe ich es ja auch. Und Blecharbeiten werden in der nächsten Zeit sehr viele auf mich zukommen. Das ist jetzt circa eine Woche her, als ich den Tisch geschweißt habe. Und so sieht es aus, wenn er vergisst, ein Körperteil abzudecken. Also das ist jetzt eine Woche her, da tut sich gerade die Haut erneuern. Ich habe sie ein bisschen mit Pepanthen gepflegt. Das war die einzigste Hautstelle, wo ich jetzt nicht aufgepasst habe, dass die komplett abgedeckt ist. Und ihr seht, das Handgelenk, das war schon ordentlich verbrannt. Also das hat auch am zweiten Tag richtig gut wehgetan.